bisschen lauter, Stärk. Lass das ganze Raum fühlen. Okay, lass es ausklingen, langsam. Macht die Augen auf und guckt euch einander an, ein bisschen etwas Neues finden, was immer da. Okay, cool, dann geht langsam zum Klavier, dann fangen wir an. Georg, ja. Georg Tabori ist gebürtiger Ungar. Er wurde 1914 in Budapest geboren. Das Kind der Monarchie wurde bald Kosmopolit. Verschiedene Aufenthalte in Wien, Studium in Berlin und 1936 Emigration nach London. Dann Übersiedlung in die Vereinigten Staaten. 1970 kehrt Tabori wieder zurück nach Deutschland und inszeniert laufend Theater. Seit damals gilt Tabori als der unkonventionelle, der professionelle Theatermacher und beherrscht eigentlich die deutsche Theaterszene. Herr Tabori, darf ich Sie fragen? Gehört ein Meditationstraining, ein Konzentrationstraining in der Form, wie wir sie jetzt gesehen haben, gehört das zur Probenarbeit, gehört das zu Beginn einer Aufführung für Sie? Ja, also ich weiß nicht, ob ich es Meditations nennen würde. Eine gewisse Einstimmung ist, ich glaube, nötig für jede künstlerische Arbeit. Das Orchester hat eben hier lange eingestimmte Instrumente, sonst würde es nicht so toll klingen, ne? Ein Schauspieler hat kein Instrument außer sich selber. Und es muss ideal wäre es, dass er mit ebenso viel Sorgfalt sich selber einstimmt, um zu probieren oder eine Vorstellung zu machen. Es ist leider in den großen Theatern nicht möglich, weil die haben nie Zeit, müssen immer spielen. Aber bei uns, also in meinen Arbeitsweg, ist die Vorbereitung für eine Probe oder eine Vorstellung 70% der Arbeit und 30% ist, was man so üblich probieren oder spielen nennt. Der Bajazzo ist Ihre erste Operninszenierung. Wenn man so viel Theater gemacht hat wie Sie, ist es eigentlich erstaunlich, dass Sie so spät Ihre erste Operninszenierung abliefern. Ist das späte Liebe zur Oper? Ich glaube, es war hauptsächlich die Angst davon, weil ich bin kein, musikalisch bin ich Analphabet. Außerdem, niemand hat mich gefragt, außer Professor Gabo in der Kammeroper. Und ich war sehr dankbar, weil es ein Lernprozess für mich und ich habe es auch als Lehrling gemacht. Das habe ich den Sänger am ersten Tag gesagt. Und als Lernprozess war es sehr wichtig und sehr schön. Ich habe sehr viel erfahren, was ich vorher nicht wusste. Zum Beispiel Unterschied zwischen Singen und Sprechen. Der Komponist Ruggero Leoncavallo hat die Handlung seiner Oper angesiedelt in Kalabrien, in Süditalien. Sie verzichten auf jedes Opernklischee in Ihrer Inszenierung. Sie verzichten auf das italienische Ambiente. Sie verzichten weitgehend auf Bühnenbilddekoration, Requisiten. Glauben Sie nicht, dass das Publikum den Eindruck hat, etwas könnte dem Publikum fehlen? Was bieten Sie dem Publikum? Den Menschen. Live-Theater, ob das gesungen ist oder gesprochen, geht erstmal über Menschen. Menschen auf der Bühne, Menschen im Publikum. Es geht darum, was verhindert die Darstellung oder das Zeigen eines Menschen. Wenn es zu viel Dekoration ist, wenn es zu viel Äußerlichkeiten gibt, dann wird der Mensch, ja, der Sänger, die Sängerin, die Schauspielerin dadurch verkleinert und sehr oft verschwinden sie sogar. Das
Also ich bin gegen das reiche Theater, gegen, ich meine, es ist nicht meine Art, gegen Ausstattungssachen, weil ich glaube, heutzutage besonders, dass wir so viel fabelhafte technische Mittel das zu erzeugen, es gefährdet den Menschen, der für mich im Mittelpunkt einer Darstellung stehen muss, nicht? Und das mit Italien und Kalabrien, das sagen Sie ja nicht, das muss man auch nicht unbedingt zeigen. Sie haben die Sänger, die Darsteller eingestimmt mit Meditationstraining. Herr Tabori, wie stimmen Sie den Fernsehzuschauer, das Publikum jetzt ein auf Ihre erste Operninszenierung? Ja, am besten wäre, Sie hier einzuladen und mit denen auch, also was die Meditation trainieren, eine Vorbereitung machen, weil das Zuhören, auch das Zuschauen, ist auch eine Kunst. Und ich würde nur vorschlagen, dass Sie für einen Moment sich konzentrieren, sagen, jetzt wenn wir eine Oper namens Bajazzo sehen, und sich ein bisschen konzentriert zu sich kommen, vielleicht die Augen zumachen, und sich empfinden und dann versuchen zuzuhören und zuzuschauen, was sehr schwer ist.